Hi Leute und herzlich willkommen zu Power Wash. Wir spielen weiter. Wir sollen hier einen Golfcar zusammen mit der Mine sauber machen. Die Leute. Ja, also dann legen wir mal los. Jo, ne? Haben wir einen Golfcar sauber. Das geht ja, denke ich, relativ. Ja, also haben wir schon ein paar Folgen von Power Wash aufgenommen. Genau. Und mal gucke, bald was die neuen Missionen sind. Bin ich auch mal gespannt. Das geht hier ja flotti Karotti. flotti. Hoppla, Hey, hoppla. Alter. Das war keine Absicht. Aufpassen. Ja. Ein eingespieltes Team. Alter, das geht jetzt gerade hier ab, ey. Ding, 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 Haben wir ding. alles? Da ist Nee, ne? Chassis und die Lenksäule noch. Die Lenksäule ist das Ding hier. Ohne das habe ich. Chassis hasse. Jo, So, fertig. perfekt. Jo, ne. Da haben wir es hier fertig gemacht. Ja. Dann Siehst du geht's mal, das ging weiter. wirklich schnell. Und auf zum adligen Haus. Die Aura und Aura Smith und Jenny Pebbles. Das sind geile Namen. Ja, ich nehme dich mit. Nimm ich mich mit, ja. Normalerweise müsste es gehen. Jo, ne? Normalerweise. Aber das ist schon normal. Ja, man schluckt Tee trinken. Tea time. Eieiei. Kann sich nur um Stunden handeln. So, da sind wir wieder. Wir mussten mal kurz das Spiel pausieren, weil wirklich gerade ein paar Probleme hatte mit dem Computer. Jetzt funktioniert es aber wieder. Das Spiel hat sich nicht aufgehangen mehr. Und jetzt legen wir weiter. Wir sind jetzt hier in der Ball. Was ist denn das überhaupt hier für eine Mission? Das alleinliegende Haus. Ja, Genau. dann fangen wir mal an. Ja, legen wir los. Da sind wir, Ne? glaube ich, nicht so Da schnell drin. habe ich schon was vorgeschrieben. Hallo. Das wird nicht so schnell fertig sein. So, vorab. Wenn wir hier mal ein schönes Fotochen machen. Machen wir die Garage sauber. Also ich mache jetzt vorne die Garage sauber. Jetzt an der Seite. Gut. Das kriegen wir alles sauber. Ja, das schaffen wir. Ja, das können wir das schaffen. Ja, das schaffen wir. Aua. Oh weh. Geht schon wieder los. So. Hier der Hund. Und was habt ihr heute so gemacht oder macht heute so? Könnt ihr gerne mal einen Kommentar drunter lassen. Wir machen nicht mehr viel, außer Videos. Ja, ein bisschen noch Videos machen. Vielleicht sogar vordrehen heute Abend noch. Mal schauen. Mal gucken. Luki, Luki. Am Samstag will ich Kekse backen.
Ja. Ja, muss auch sein, ne? Alter, das Haus ist riesig. Geil. Da haben wir uns was vorgenommen. Naja, da oben muss ich mit der Leiter hin. Oh, du ist aber hartnäckig. 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 Hey. Den After gereinigt. Super. Eine Darmspülung. Bist so ein Arsch. Über Stock und Stein. Breche ich mir das Bein. Könnte mir passieren, ja. Ja, das kann dir auch gut passieren. Du bist ja Mich der Ein greifen immer die Pflanzen. Du bist ja auch der einzigste Schlauschlumpf, der hier geht. Wir sind hier so ländlicher Gegend und gibt ja viele von Augenblick. Und wir waren mal spazieren, das ist schon etwas länger her. Und da haben wir Pferde gesehen. Ja. Die Mine musst du ja unbedingt zu den Pferden. Das war so ein Ja. kleiner Abhang hoch, um die zu füttern. So, ging ja alles gut. Bis er runtergelaufen ist, das ging nicht gut. Das war, die hat mich voll attackiert, ey. Angeblich wäre sie von einer Wurzel festgehalten. Ja, wie bei Pocahontas. Ja, Ist lebendig geworden. die wird dann lebendig, hat sie festgehalten. So, auch so. Aber in Zeitlupe, ne? Aber Hauptsache, ich konnte mein Handy retten. Ja, Das Handy in die Luft gehalten. das war wichtig. Das Handy, das müsst ihr euch vorstellen. Die ist den Abhang runter, ihr kullert, aber dabei das Handy schön immer in der Luft gehalten, dass es ja nicht kaputt geht. Aber dann hier Ja. zu Hause, aber dann irgendwann ein paar Jahre später hier zu Hause das Handy nochmal auf den Teppich fallen lassen, kaputt. Ja, das ist also eine Kunst von mir. Ich zerstöre alles, was elektromäßig zu zerstören geht. Ja. So etwas älterer Toaster noch vielleicht mal gehabt von der Einweihungsfeier von früher noch. Oh, er geht einwandfrei gelaufen. Die Mine geht dran, kaputt. Müll halt, ne? Wir brauchen einen neuen Toaster. Warum? Ist kaputt. Oh. Waschmaschine gefetzt. Deswegen hat sie auch leicht den Spitznamen von mir Elektrozerstörer. Ja, Ja. Waschmaschine habe ich schon kaputt gemacht. Trockner habe ich schon kaputt gemacht. Ja. Jo, ne? Passiert. Es passiert, wenn man alte Geräte hat. Was passiert, wenn man eine Frau hat, die alles kaputt macht? Ja, das auch. So. Wo ist eine Leiter? Ich brauche eine Leiter. Okay. Das geht schon wieder los. Ja. Muss ja sein, ne? Also bitte. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Ich steige auf die Leiter. An die Affensteine. Nicht witzig. Und ich falle wieder runter. Warst du das? Nein, ich habe gar nichts gemacht. Ja, Ufrop, das ist voll schwierig. Jetzt weiß. Zu wenig Stufen, diese Leiter da. Ich bin gerade konzentriert, du Arsch! Aber
abgesniped. Mann. Mano, Gemeinheit. Ja. Mama, der Timo hat mich sauber gespritzt. Das, ja. Mit Wasser. Du alles Ferkel. Ich sag doch gar nichts. Nein. Sage nichts ohne meinen Anwalt. Du hast keinen. Noch nicht. Scheidung ist so teuer. Ja, aber echt. Wenn man denn das Video. Keine Ahnung. Ich wüsste ja eine Idee, aber ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist. Dann jetzt schon wieder, was hast du denn jetzt schon wieder für eine komische, perverse Idee? Nee, lass mal. Könnt ihr das Video nennen? Ich spritze meiner Frau den Wasserstrahl auf den Arsch. Aber ich Ja. glaube, dann wird das Video gelöscht, wenn ich das im Titel schreibe. Okay. Sagen wir was zu mir. Ich mach doch gar nichts Schlimmes. Bin total handzahm. Gib mal deinen Strahl hierher. Yeah! So, dann schön ausspritzen. So. Da kommt man aber nicht gescheit dran. So. Welche hatte ich schon jetzt gehabt? Hör doch jetzt mal auf. Hopp, ey, ich will nur zocke. Oh. Heul doch. Mach ich doch. Jo, schön bücken. Da ist alles sauber, kriege ohne. Was? Unter der Ritze? Ja. Oh Gott. Was? Ihr denkt alle gleich so pervers. Weiß schon, dass du mit mir redest. Ich rede mit allen. Schöne Grüße an alle, die hier zuschauen und uns abonniert haben. Oder uns noch abonnieren werden. Jo, ne? Die, die es noch am Überlegen sind, ein Abo ist nicht schlimm. Haut drauf. Also, nicht in echt, aber. Lass mal, haut nicht in echt auf euren Computer drauf oder auf euer Handy, Tablet oder wo immer ihr auch gerade YouTube schaut. Kommt nicht gut. Müde. Schön die Fugen reinigen. Macht hat einige Mal. Ja, Leute, heute hatten wir irgendwie eine eindeutige Idee. Nee, du denkst zweideutig. Ich nicht. Nein. Ich nie.
Bin immer total die Unschuld von. Wieder voll konzentriert hier, ne? Muss sein. Ja, mir wurde alles sauber an. Genau. So. Gelände. Ich. Dach. Aber Ja, das ist mal. ganz schön viel hier zum Ja, das wird für 3 Videos lang. Reinigen hier. So lange will ich auch nicht aufnehmen. Dauert es wieder tagelang bis. Bis es oben ist, ne? So, meine Leute haben keinen Bock, so 3, 4 Stunden Video zu sehen. Ja, ein bisschen machen wir aber noch. Oh, da ist ja auch schon bald wieder Silvester, ne? Hucki-zucki. Ja. Diesmal ohne Böllern. Mal wieder. Ja, war ja letztes Jahr auch schon. Sagen wir es mal so, mir hat jetzt nichts. Zwar schon gedacht, okay, jetzt könnte ich mal eine Rakete in dem Sinne loslassen. Aber wenn es halt so nicht losläuft, läuft es hinne los. Aber von daher. Draußen verschwunden. Nur extra Zwiebeln gegessen. Nee, Ich hab aber. Konfetti ins Arsch, ins Afterloch. Ja, Und dann lässt er draußen in der Zische, hast du eine bunte Mischung. Boah. nee, aber es fehlt irgendwie nicht. Man braucht es nicht unbedingt. Es ist Naja. eigentlich im Endeffekt so unnütze Geldausgeberei. Okay, da spalten sich die Meinungen. Also Ja, so eine Batterie, okay. ein bisschen was hätte ich auch schon gern gehabt. Also komplett drauf verzichten. Also die Logik dahinter verstehe ich aber auch nicht. Sorry, aber es zu verbieten, dass man es kauft. Also kaufen darf in der Zeit, aber die Leute holen sich es woanders daher. Also Ist es umso war schlimmer, letztes finde Jahr ich. da, also dann ist es meiner Meinung her besser, sich Böller zu kaufen, die geprüft sind, die auch in Ordnung sind, wie irgendwie im Keller selber welche zu basteln, weil man irgendwas in die Luft jagen will. Oder hinzugehen und das Ganze dann noch schlimmer zu machen in irgendwelchen dubiosen Geschäften im Ausland. Oder sowas, wissen wir, also alles ist jedem seine Meinung. Jeder soll so machen, wie er möchte. Es werden genauso viel wie jedes Jahr im Krankenhaus hocken. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil wie gesagt, wenn man Böller so nicht ordentlich geprüft sind, anhand ruckzuck geht der. Sind ja alle schon bei denen, wo selbst die, wo geprüft sind, sind ja manchmal schon Fehlzündungen und was ist sich alles dabei. Wenn ich überlege, bei uns haben wir immer Raketen losgelassen, ey, die ist quer geschossen. Die ist nicht nur Oppe, die ist quer über die Stroß. Ja, das war schon ein bisschen, ja, knapp.
Ja, so Leute, jetzt haben wir euch aber genug zugelabert. Das war's für heute. Da 20 Minuten aufgenommen. Und ja, wenn ihr weitersehen wollt, weiter unser Dummgebabbel hören wollt, dann lasst schön Abo da. Wenn ihr weiterhin mehr von diesem Video sehen wollt, dann liked, bis euch die Finger bluten. Oh, Ja, das Glöckchen nicht Glöckchen. vergessen, genau. Und ja, zum Schluss spritzt mal die Mini nochmal auf den Arsch. Und das war's. Bis dann. Servus. Tschüss.